Hallo Mara, gibt es eigentlich irgendeine Auszeichnung, über die du besonders stolz bist oder die für dich ganz, ganz wichtig war? Ja, ich habe schon dass wir einiges an Auszeichnungen bekommen und auf das sind wir natürlich alle sehr stolz. Das achte Mal in Folge weiß man nur sehr gern, was die Auszeichnung der drei Gläser von Dame Rosa bekommt. Dann 2012 die Auszeichnung für den Weißburgunder Sirmian, die Zusatzauszeichnung als bester Weißwein Italiens, auch von Gambro Rosso. Und mittlerweile, seit einigen Jahren schon, werden wir auch vom internationalen Journalismus beobachtet, sei es Weinspectator wie auch Barker. Und letzthin erst mit dem Chardonnay Baron Savadori 2012 haben wir 95 Punkte bei James Sacklin erreicht und auf die sind wir ganz besonders stolz. Seit wann bist du eigentlich dort in der Kellerei? Ja, ich bin jetzt seit Mai 2005 in der Kellerei Neues Magreib, bin als Kellermeister und Betriebsleiter tätig und das ist eine sehr spannende Aufgabe und wie es ja bei uns Kellermeister so ist, ist eine sehr langfristige Aufgabe und ich bin sozusagen gerade gestartet. Ja. Was ist für dich wichtig in der Weinproduktion oder was ist wichtigste in der Weinproduktion? Also in der Weinproduktion von mir aus ist es extrem wichtig, draußen im Weingut zu sein. Also bei der Rebe dabei zu sein, die ganze Vegetation zu begleiten und dort wirklich auch dann versuchen, das zu leiten und Einfluss zu nehmen, eben im Weintag draußen. Und dann bekommt man im Herbst sehr konzentrierte, reife Beeren. Und das Wein macht mich eigentlich dann nur mehr eine Folge von der großen Arbeit, die man im Weintag geleistet hat. Was glaubst du, zeichnet deine Weine aus oder was wünschst du dir, was der Konsument schmeckt oder riecht, wenn er deine Weine trinkt? Sicher ist es interessant, wenn die Weine einen Wiedererkennungswert haben und ich glaube, das haben wir geschafft, dass man, wenn man irgendeinen Wein von Neues Magreib trifft, dass diese fruchtige Eleganz und die Feinheit einfach da ist und das als Neues Magreib erkannt wird. Ich möchte aber auch überregional, dass man uns in der Welt auch mit Südtirol identifiziert, dass man erkennen könnte, dass unsere Weine aus Südtirol kommen, also territorial bezogenes Denken. Auch das ist mir sehr wichtig und das möchte ich auch erreichen. Was macht eigentlich ein Wein für dich zu einem besonderen Wein, zu einem besonderen Gewächs? Was muss er haben, dass du sagst, okay, der ist wirklich super? Ja, so ein Wein, ein großer Wein sozusagen, ein besonderer Wein muss immer die absolute Harmonie haben, aber schon auch gepaart mit Struktur, mit Substanz und auch Langlebigkeit nicht zu vergessen. Ich glaube, ein großer Wein muss immer auch langlebig sein. Ich habe so verfolgt in den letzten Jahren oder vor ein paar Jahren war es ganz in einfach trendig aromatische Rebsorten zu trinken, ein Sauvignon zum Beispiel oder ein Chardonnay. Und mir ist aufgefallen, so die letzten Jahre ist eher die Tendenz wieder zu einfach feineren, eleganteren Weinen. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, ob das Moden sind. Ich glaube ja weniger. Ich glaube, dass wir in Südtirol und vor allem Neues Magreib sich als die Weißburgunder Kellerei etabliert und Südtirol ein Weißburgunder Land wird und deshalb die Kunden auch sehr gut auf diese Sachen, auf das ansprechen und uns dann eher mehr als kompetent für die Burgunder Sorten sehen. Ich nehme da auch Chardonnay und bin okay schon mit rein. Gibt es eigentlich nur einen Wein, unter denen, den du machst, der dein besonderer Liebling ist, oder? Ja, ich denke, im Moment sind also unsere zwei erfolgreichsten Weine, mit denen wir uns sehr stark beschäftigen, ist sicher Weißburgunder. Ich habe das Thema Weißburgunder mit Weißburgunder Sirmian an der Spitze. Mittlerweile gibt es auch den Weißburgunder Pinot im Lagerbereich, was jetzt neu heuer dazukommt, auch sehr spannend ist. Und dann ist Chardonnay bei uns Salvadori, was auch von mir eine persönliche Herausforderung ist. Ja, super. Ich bedanke mich fürs Interview und für die Zeit, die du für uns hast. Und ich freue mich schon auf die Kostproben und die Verkostung, die wir gleich machen mit dem neuen Jahrgang. Danke. Ich freue mich auch. Danke.